Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike mit Kiki am Start und heute zeige ich Ihnen Basketballkarten. Ich war vor 2 Jahren schon mal bei ihm, da habe ich ihm meine Karten gezeigt und habe gehofft, ja, dass die fette Kohle mit dabei, leider nicht, aber ich habe die auch benutzt. Wie sagst du immer so schön, meine Karten haben gelebt? Die haben wirklich gelitten, die haben nicht mehr gelebt, die waren tot. Er hat mir eine Box vorgelegt, das war eine Schuhbox und die Karten waren sowas von am Konto. Okay. Aber die haben nicht gelebt, die waren schon physisch tot. So kann man es natürlich auch sagen. So, aber das sieht besser aus, das sieht besser aus. 2 Orten habe ich dabei, jetzt gehen wir erstmal den einen durch, oder? Ja. Siehst du hier schon 96 selber draufgestellt. Gib mir mal bitte welche noch. Welche machen wir denn? Ich muss kurz mit der Community was zeigen, feier ich. Wir nehmen einen Sticker von Doug Christie. Doug Christie war mein Lieblings damals, der war richtig cool. Und welche Nummer hatte Doug Christie, bevor er hier bei den Toronto Raptors gespielt hat? Boah, hat er nicht die Nummer 13 auch gehabt? Er hat bei den Los Angeles Lakers Nummer 8 gehabt. Vor Kobe, ein Jahr vor Kobe, war Doug Christie bei den Lakers und er hatte die 8. Oh, das ist ja auch fast... Merkt euch das. Krass, das ist eine krasse Story. Weil, weißt du, was ich auch sammle? Ich sammle nämlich Karten von Spielern, die Nummern davor gehabt haben. Es gibt auch einen Chicago Bulls Spieler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Garfield oder so, der hat die Nummer 23 vor Jordan gehabt. Trump. Sehr höchst interessant. Aber hier, Doug Christie weckt Erinnerungen. Darf ich aufmachen? Ja. Ich feiere das, so war auch unser Album früher immer schön mit Stickern drauf. Sure. So, okay, wir sehen. Ich muss fast die Kamera ein bisschen rüber tun. Wir sehen auf jeden Fall den Geist der 90er. So, warte mal. Okay, hier haben wir wirklich die klassischen 90er, so sahen die 90er aus. Früher haben wir die nämlich auch hier am Kiosk bei uns gekauft. Ich habe natürlich früher nie drauf geachtet, so sieht man gleich die Ecken, da kriegst du schon keine 10 mehr drauf, gell? Interessiert. So, also ich meine, interessiert. Das sind Karten, die müssen so aussehen, das die Kultur damals und wir hatten keine Hüllen, wir hatten keinen Toplow, das ist schon sehr, sehr geil. Dino Radja, kroatischer Spieler, ne? Gehört gefeiert, Maxi Boggs. Die Spieler, weißt du, Del Curry, ein Jüngeren, der Vater von Steph Curry, Grandma Johnson, jeder Spieler hat irgendwas zu erzählen. Das ist das Geile, wenn man so ein altes Teil durchblättert. Toni Kukoc für jeden Kroaten, wir feiern den Jungen. Och, Michael. Pass auf, jede Karte von Michael Jordan. Ich muss sagen, Mike, nichts gegen dich, aber deine Karten haben wirklich richtig miesen Zustand. Aber feier ich. Das sind die 90er. Das ist so ein richtiger Punktabzug, wenn die so schlecht drauf sind. Nee, ich mag das voll. Ne? Auch cool feier ich, dass du die alle so nach Teams sortiert hast. Ja, das habe ich damals gemacht schon. Ganz junger Jason Kidd. Ein Jahr nach der Rookie Season. Oh, Grant Hill. Das ist sogar... Nee. Der war 94, 95 Rookie. Das war Kevin Garnett Rookie Season. Ich bin gespannt, ob du was gleich von Kevin Garnett hast. Boah. Aber das wäre Rookie Season von ihm. Ich bin echt gespannt. Aber Grant Hill auch. Wer hat früher keine Feelers getragen? Das war damals wirklich Hype. Das war damals Hype. Ja, und die Sprite. Ja, Sprite. Grant Hill trinkt Sprite. Weißt du, was wirklich krass ist? Wir kriegen jetzt nächste Woche von Tim Hardaway ein getragenes Paar Schuhe aus den 90ern mit Run TMC Inscription hier in den Laden rein auch. Das wird krass, gerade wo ich Tim Hardaway sehe. Mit Run TMC. Farbliche Gestaltung top, das Team der 90er, Mitte 90er, Hakeem, Kenny Smith, Sam Cassell. Also nur zur Randinfo, bis jetzt war noch nichts dabei, was einen größeren Wert hat, aber hier ist Geschichte drin. Reggie Miller. Das sind halt coole Spieler. Und ich kann dir eins sagen, die meisten Sammlungen sahen so aus, aber du hast sie wirklich gut geordnet. Wir waren gerade bei Doug Christie, achte mal hier auf das Lakers, Jersey Nummer 23, LeBron James. Kommen wir wieder zurück. Doch, geile Sammlung. Schön nach Teams sortiert. So, jetzt müsste Kevin Garnett dann kommen. Ja, müsste. Also das hier ist KG. Gib uns Kevin Garnett, komm. Nein, ich sehe nicht. Schade. Aber egal, es geht weiter. Kenny Anderson, Mann. Kenny Anderson hat gerade alles rausgerissen. Kenny Anderson, super geiler Typ. Das sind die richtigen Jungs. Das sind die richtigen Bad Boys. Anthony Mason, Charles Oakley. Da, die haben, oder John Starks, das waren geile Typen. Die habe ich immer gefeiert. Oh,
Orlando Magic. Oh, Shaquille O'Neal. Sehr gut. Coole Karte. Ich würde jetzt auf Iverson sagen, aber das war vor Iverson-Zeiten. Barclay. Doch, ich feier die ganzen Karten. Das weckt Erinnerungen. Clifford Robinson, immer komplett unterschätzter Spieler. Und der auch übertrieben krass Mitch Richmond. Gerade Chris Webber war noch nicht bei den Jungs. Von Vini Del Negro kriegen wir auch ein unterschriebenes Trikot weiter hier rein. Mhm. Geiler Typ. Geiler Name. Dennis Rodman. Ja. Also die ganze Sammlung an sich sehr stabil. So hat der 90er Sammlung auszusehen. So sehen auch die meisten 90er Sammlungen aus. Ich muss aber sagen, diese farbliche Gestaltung ist top. Die meisten Sammlungen haben nicht so diese Ordnung. Einer der größten Spieler, weißt du nur, wie groß der war? Boah, nee. 2,31 Meter, George Morrison, Rumäne. Hier war unseren jungen Chris Webber. Ivan Slipwig-Spieler, Mookie Blaylock. Mookie ist Kult. Okay, hier mal wieder eine schöne Michael Jordan-Karte. Total D. Die wirkt ein bisschen spezieller, die wirkt, als wenn es ein Insert-Set wäre, ist es auch, aber hat auch jetzt keinen großen Wert. Die schätze ich auch nur auf 3-4 Euro. Das ist bis jetzt die beste Karte, die wir bis jetzt gesehen haben. Aber wir wollen ja nicht über Werte reden. Hier reden wir nur Grant Hill Rookie Card, hier. Sieht richtig gut. Und Jason Kidd, die wurden ja Co-Rookie damals. Die Karten sind cool. Du hast auf der einen Seite All-Star, Grant Hill, auf der Rückseite Charles Barkley. Und das Coole ist, so ist das ganze Set. Du hast das hier perfekt ausgelegt. Du hast immer so ein Gegenstück. Shaquille O'Neal hat wahrscheinlich Hakeem Olajuwon oder Dave Robinson auf der Rückseite. Patrick Ewing, pass mal auf. Ah, ja. Tatsache, Hakeem Olajuwon. Und die Karten habe ich immer gefeiert, diese Team-Logos. Die habe ich auch sehr gefeiert. Ja, das waren immer cool Teile. Ja, voll. Für mich war es immer Lakers, für meinen Bruder Boston Celtics. Aber super, super geile Sammlung, wirklich geil. Rick Fox. Man sieht auf jeden Fall, alle Karten sind von Flier von 95, 96. Die Karten gab es halt früher in jedem Kiosk kaufen. Wo hast du deine Karten? Ja, vom Kiosk, Bauhof. Ne? Ja. Nach der Schule hin immer ein Pack gekauft. Das war so die Ware, die man abgreifen konnte. Ja, und das ist das Coole daran. Somit konnte jeder was sammeln. Das beste Foto bis jetzt, was wir in dem ganzen Album haben, ist dieses hier. Guck dir mal Gary Paytons Gesicht an. Sowas heißt fokussiert Trash Talk. Er denkt schon nach, was er gleich wieder macht. Und hier der Schimpf. Damon Stoudemire. Ja, ich wollte gerade sagen, das muss einer deiner Lieblingsspieler gewesen sein. Ja. Man muss wissen, eine Community, Toronto Raptors wurden jetzt 95 gegründet und die haben den ersten Draftpick gehabt und das war am Damon Stoudemire. Das war der Grundbaustein von dem Club. Auch damals, wo die Chicago Bulls mit 10 Spielen verloren haben, haben die Raptors, glaube ich, ein Spiel gewonnen mit einem Punkt, gell, damals. Das war riesig. Das war ein Hype, ey. Ja, das war ein Hype. Das war das Spiel von Damon Stoudemire schlechthin. Ja. Oh. Na, da siehst du ja. Wir haben ihn. Guckt ihn euch an. Kevin Garnett Rookie Card. Okay. Das ist meines Erachtens gerade die beste Karte, die wir in diesem Album haben. Mit KG kannst du nie was falsch machen. Schätzwert knapp 4 bis 5 Dollar. Auch ein geiler Typ, Joe Smith damals. Das Kuriose, ich wundere mich hier, dass gerade Avidas Sabonis als Rookie dargestellt wird. Der war ein sehr alter Rookie. Das war der älteste Rookie überhaupt, glaube ich, aller Zeiten, gell? 30 oder irgendwie sowas. Nein, der war sehr alt. Der sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Rookie. Nee. Mit Damon Stoudemire Rookie Card. Ja. Super, super nice. Kroatische. Dino Radja natürlich. Ein Typ, den ich übertrieben hart gefeiert habe. Nick Van Exel. Linkshänder. Hatte so einen guten Dribbling, so guten Drive zum Korb. Nick Van Exel. Und noch eine Rookie. Okay, wir sind im Flow. Wir haben zwei Rookie Karten von KG. Und James Stackhouse.
Ja, Jerry Stackhouse war riesig damals. Der hat auch die Schuhe, der hatte die Werbung gehabt. Ja. Doch, hier weckt das Erinnerungen. Das Geile ist, die alten Karten, du hast so viele Stats, wenn du die umdrehst, du hast so viele Informationen. Ich war damals Tatsache mehr hinter den Rückseiten her als den Vorderseiten. Mhm. Weil du hast immer so viel gelernt. Mhm. Kumpel von mir auch, der wusste alles auswendig, ja, ja. Mann. Der wusste jedes Stat auswendig. Wir hatten kein Internet. Das ist ja das. Du hast das nur die Karten. Ja, das war echt faszinierend. Ja. Hättest du mich damals gefragt, wie viel macht der Stoudemire Assists pro Spiel oder so? Krass, gell? Man weiß es. Wie sich das einige abgespeichert haben. Hier nochmal. 3 Rookie-Karten von KG. Richtig stark. Du hast nämlich sogar mehr Garnett-Karten als Michael Jordan-Karten hier drin gehabt. Bob Stura. Bonitello auch gut. Ach, guck mal, Michael Jordan. Das gibt's doch nicht. Nochmal KG. 4 Rookie-Karten von KG. Und das, glaube ich, mit vielleicht sogar die beste. Rookie Phantom. Nice. Ich bin beeindruckt. Gut sortiert. Die Karten haben eine schöne, wie sagt man, Patina. Die müssen so sein, wie sie sind. Ja, das war damals echt Liebe einfach. Das war damals, Liebe. Das damals ja, ist echt Liebe, ja. Das Wichtige, auch die Sticker. Ja. Vorder auf der Vorderseite, ja, auf der Seiten. Das hat gelebt. Ja, so ist es. Das war die Kultur. Deswegen Respekt. Letztes Mal hast du mir so eine Schuhbox vorgelegt. Jedes Album feiere ich hart. Wirklich. Ja, das wollte ich dir letztens schon zeigen. Ja, ja, cool. Noch eine Mappe auschecken, kommt im nächsten Video. Gell? Checkt euch aus. Checkt aus, ja. Peace. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike.